Der 13. Jahrgang der Fotoschule Ostkreuz stellt in Willigrad aus. So wie ich jetzt sitze, hat Lara Orl ihre Protagonisten ins Bild gesetzt. Da gehen wir jetzt mal rein. The Borders nennt Lara Orl ihre Arbeiten. In einem Langzeitprojekt holte sie sich immer wieder Schüler aus privilegierten Internaten in Großbritannien vor das Objektiv. Ihre Porträts sprechen Bände über die auferlegte Rolle der Schülerinnen und Schüler, der Elite des Landes. Die Ostkreuzschule für Fotografie stellt im Schloss Willigrad 7 Schüler des 13. Jahrgangs aus. So unterschiedlich wie die Sichtweisen der Fotografinnen und Fotografen auch sind, es sind unvergessliche Dokumente unserer Zeit. Den Erfolg oder Misserfolg des Menschen in seinen Hinterlassenschaften zu beleuchten, stellt sich Adrian Rheinländer. Die Ästhetik des Scheiterns nennt er seine Werke. Es geht ihm um die Fehlschläge, die Menschen mit ihren Bauwerken in der Landschaft hinterlassen. Alle Ausgestellten beherrschen ihr Handwerk. Kein Zufall und kein Schnickschnack ist zu entdecken. Jedes Bild wurde bedacht, bevor es abgelichtet wurde. Unwiederbringliche Momente des Lebens wurden festgehalten. So auch in den Fotos von Claudia Neubert. Sie nahm sich die Zentren der norwegischen Landjugend vor. Da trafen sie sich an den Tankstellen mit ihren amerikanischen Autos und schreiben Muster in den Asphalt. Noch bis zum 8. März haben Sie die Möglichkeit, in die Fotoarbeiten einzutauchen. Besuchen Sie einfach mal wieder das Schloss Willigrad. Danach ist ein kleiner Spaziergang durch den Park möglich. Sie wissen doch, Kultur und Natur passen toll zusammen. Es lohnt sich.